MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit willkommen zurück zum Thermosimulator. Wir befinden uns in Bremen und fahren jetzt den Rest nach Wilhelmshaven mit einer Rast dazwischen. Ich habe die Einstellung noch mal ein bisschen angepasst. Und hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen smoothier ist. So, Bremen, Wilhelmshaven, du darfst mit. Was ist mit? So. Die will gar nicht. Ach, die wollen gar nicht mit. Wäre schon praktisch, wenn ich... Soll ich meine Gepäck immer mit in den Bus nehmen? Ach so, Gepäck. Ja, Entschuldigung. Ich mach die jetzt auch nur mal an einer Seite auf. Vielleicht reicht euch das ja. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Ja, Wilhelmshaven, bist du richtig. Guten Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf geht's. Wilhelmshaven, richtig. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Wilhelmshaven, richtig. Mahlzeit, bitte sehr. Danke. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Stuttgart? Nee. Oh. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Was ist denn jetzt ein Problem? So. Habe ich alle eingesackt? Was ist denn jetzt hier rum? So, Kofferklappen vergessen. Ja. Oh, wollte ich hier mit offenen Kofferklappen losfahren hier? Ja, kenne ich das Problem. Weil ich dachte erst, seit wann hupt die KI hier, aber war mein Bus, der gepiepst hat. Ja. So, Fahrt starten. Rasten machen wir dann gleich auf einem Rastplatz. Tür zu. Rasten brauchst du erst nach Ding. Ja, aber er zeigt mir zwischen Bremen und Wilhelmshaven zeigt er auch einen Rastplatz an. Er hätte doch hier rasten können. Stimmt, 21.31 Uhr bis 21.48 Uhr. Dann rasten wir, ne? Ja. Was sagt er mir? Der Motor muss aus sein, die Türen müssen geöffnet sein, der Fahrer muss außerhalb des Busses sein. Achso, okay. Ja. Na gut, dann... So, dann dürft ihr jetzt rasten. Und jetzt stehe ich hier 10 Minuten rum. Ah ne, die Rastzeit. Okay, das geht schön. Alles klar. Ach, jetzt muss ich im Bus meine Fahrgäste durchzählen. Ob alle da sind, ne? Wer ist da? Ah, okay, er hat gerastet. So. Ja, jetzt musst du in den Bus rein und deine Fahrgäste überprüfen, ob auch alle vorhanden sind. Omi ist. Reicht das jetzt? Einfach durch oder was? Einfach durch und dann mit diesem Fadenkreuz die Leute angucken und dann anklicken. Oh Gott. Ja. Wobei, das finde ich eigentlich ganz cool so. So. Weil ist halt Sichtkontrolle. Soll es da keinem auf irgendwie auf dem. Ja. Ja, ist mir doch egal. Hat er Pech? Ja, gut, wenn jetzt einer hier natürlich, dann ist der den Zug genommen hat, weil er keinen Bock hatte auf Rasten. Ja, selber schuld. 11, 12, und wo ist Nummer 13? Hallo? Da? Aha, 13 von 13. Oh Gott, wie sitzt denn Oma hier? Wieso, was ist denn mit Oma? Hier hinten auf der letzten Sitzbank, weil ihr breitbeinig. Boah, nee, Oma. Soll nicht sein, oder? So, ich habe Abfahrt. Ja, wie gesagt, einstellungstechnisch haben wir noch ein bisschen was hier rumgedreht. Und das hat auch tatsächlich geholfen. Ich habe nämlich einfach mal die Texturqualität und so von episch mal runter auf hoch gesetzt. Bei mir ist alle Texturen so alt auf episch. Ja, ich muss da wirklich mal gucken.
Ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Hab ich aber auch so nur beim Fernbus-Simulator, bei anderen Spielen eigentlich nicht. Hm. Kann ich dir gar nicht so genau erklären. Aber egal, jetzt ist es ja einigermaßen smoothie und das ist ja völlig okay. So. Was denn jetzt schon wieder? Oh. Was hast du? Schon wieder. Wollen die nicht zur Automatiktür machen? 147 Kilometer. Ach, mir will jemand bei Steam zugucken? Nein, das will ich aber nicht. So. Das lehnen wir mal schnell ab. Ignorieren. Genau. Und rum um die Ecke. Halleluja. Hui. Genau, da bremst du und der Typ gibt Gas. Sehr gut. Hast du fein gemacht, LKW. Ja, ne? Ja, macht er toll. Oh, es hat mal was, so nachts zu fahren, ne? Ui. Wie schnell darf ich denn? 70. Bin ich schon wieder zu schnell hier? Ja. Ah, wir fahren endlich auf die Autobahn. Derzeit wird ja. Ja. Ja, jetzt hatte sie was an meinem Lenkverhalten auszusetzen. War doch klar. Was auch sonst. Ah, da habe ich ein bisschen spät rübergezogen, das gebe ich zu. So, mit dem Reisebus auf der linken Spur, ne? Das kommt gut, oder? Ja. Macht man zwar nicht. Fast den LKW gerammt, fast. Bleiben wir mal auf der mittleren Spur. Mit satten 100 Sachen. Das kann man noch mal machen. Hui! Ja, du Idiot, du musst ja... Alter! Der hier vor meiner Nase raus, ey, glaubt das ja alles nicht. Ja, Fernbus-KI. Beim dummen Cayenne-Verschnitt hier. So, angenehme Reisegeschwindigkeit 100 km/h. Ja, ich auch, auf der mittleren Spur. Ja. Ich finde, das geht ganz gut. Ist auch tatsächlich, ist mir, habe ich auf der Autobahn auch schon gesehen, dass die mit ihren Reisebussen da schön auf der linken Spur rumgurken. Jetzt fehlt nur noch Musik. Ja. Das stimmt. Aber könnten wir eh nicht benutzen in der Aufnahme. Wegen GEMA und so. Naja, und wenn du Pech hast, wird das Video so ja entmonetarisiert, weil Fernbus-Simulator. Ja, ja.
Ja, weil da, ich werbetauglich. Ja, da haben sich jetzt einige darüber beschwert. Also es liegt wohl am YouTube-Algorithmus selber. Ja. Yeah. Und YouTube scheint da wohl jetzt hoffentlich langsam aber sicher was dran zu tun, weil viele YouTuber auch schon sagen, gut, dann wandere ich zu Twitch. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sollte mir das jetzt passieren, dass meine Videos in die Monetarisierungsprüfung gehen, völlig grundlos, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann werde ich auch überlegen, ob ich vielleicht auf Twitch streame zum Beispiel, damit meine Streams einfach nicht wieder abgefrühstückt werden. Ja. Aber sind ja nicht nur die Streams davon betroffen, sind ja auch normale Let's Plays davon betroffen, wo ich mir am Kopf klatsche, bitte, wo ist der Fernbesimulator nicht werbetauglich? Ja, du darfst jetzt nur noch hier Minecraft machen. Mit kinderfreundlichem Kommentar. Oder Blogs oder sowas. Aua! Verstehst du sowieso nicht, warum sowas nicht ausführlich erstmal getestet wird, bevor ich es implementiere? Tja. Wow! Ja, das Problem ist ja, dass im März YouTube viele Werbepartner abgesprungen sind. Ne, weil da einfach einiges nicht mehr gepasst hat. Und jetzt will man natürlich die Werbepartner halten, aber mit so einem Algorithmus, der sowas von überhaupt nicht funktioniert, das ist nicht die Lösung. So, wieder angenehme Reisegeschwindigkeit, 101 km/h. Und da steht die Putzelei. Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Okay. Ah, warum bremst du denn? Wow! 100. Ja. Da bremst er auf einmal. Da bin ich dann über die durchgezogene, gestrichelte Linie gefahren und habe ein bisschen die Leitplanke geknutscht. Oh, ich habe die Ansage gar nicht gemacht. Bei mir sind jetzt gerade die Texturen verwaschen. Hallo und herzlich willkommen und so. Bei Flixbus. Aha. So, ich habe jetzt uns, dass ihr an Bord seid und wir die Ansage einfach mal jetzt gestartet. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Genau, bevor wir richtig in Fahrt kommen. Bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten... Ist meine Heike auch noch, Janni? Ich habe sie jetzt angemacht. Vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack und Getränkeangebot. Snack und Getränkeangebot. Befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach... Gehen vier Autos auf der Standspur? Ja. Unser Team fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. 80. Unsere Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer... Ich finde das ja lustig, der Fuchser-LKW. Man weiß eigentlich ganz genau, welche Firma das ist, ne? Ja. Holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Fuchser. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Der LKW da vorne wirft einen komischen Schatten. Nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have... Nein, ich will die Ansage doch beenden. Get you to your favorite destination. Ansage beendet und in die Leitplanke gekracht. Auch doch einfach alt. Alt? Ja, Alt-Taste. Hallo und... Scheiße, warum sagst du mir das denn jetzt erst? Ich dachte, du weißt das. Nein. Das wusste ich nicht. Ach Mann. Jetzt weiß ich das. Ah, hier kommt eine Baustelle. Kann das? Nee. Doch, aber 100 und Achtung. Ja, du ziehst einfach mal rüber. Das ist eine gute Idee. Mach mal. 120 ist hier. Darf ich eh nicht fahren. Egal, weiter. Wie viele Kilometer hast du noch? 29.
Oh, ich habe noch 27. Aber wo hattest du denn deine Ampel? Wenn du von der Autobahn runterkommst. Ach so. Ich hoffe, du bist auch noch auf der Strecke. Ja. Richtige Strecke? Ja. Richtung Wilhelmshaven. Vielleicht bist du ja eine andere Strecke gefahren. Nö. Ich hab hier keine Ampel. Oh, Alter, ich hab hier schon wieder Grafikbugs. Hier ist die Straße verschwunden. Oh. Ich hab noch 19 Kilometer, aber ich hatte keine Ampel. Okay. Oh, Bäume mitten auf der Straße. Schöne Bugs. Und Straße ist gleich wieder verschwunden. Ja, das sind so Dinger, das ist... Alter, Bäume auf der Straße, Löcher in der Straße. Was hab ich denn hier entdeckt? Verschwommene Texturen. Mein Dashboard ist völlig verschwommen. Oho. Ja, gut, das ist... Ist dieser Fahrer auf dem Gas? Au! 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 Massenkarambolage! Schwerer Unfall. Ich war es nicht, ich war es nicht. Ich begehe Fahrerflucht mit einem Reisebus. Fällt auch nicht auf. Nö, finde ich auch. Ja. Ich fahre jetzt hier einfach mal geradeaus, obwohl ich hier abbiegen müsste auf der Spur. Ist mir jetzt egal. Aua, Mann, ey. Super. Zum Ende hier nur noch verwaschene Texturen, ey. Das kann doch nicht sein, Leute. Also ich hatte keine Ampel. Ich habe noch 7 Kilometer. Ich bin jetzt auch schon in Wilhelmshaven. Vielleicht hatte ich dein Navi aufgrund von einer dynamischen Baustelle einfach anders geschickt. Kann möglich sein, keine Ahnung. Oder ich bin einfach an der Ausfahrt zu spät raus. Das könnte auch sein, ja. Weil ich ja mit 100 da lang geschossen bin. Das ist durchaus möglich. Der Bus bremst aus dem Stand, ey. Ja. Ach toll, jetzt muss ich hier einmal eine Wende machen. Ja. Muss ich hier links? Ja, hier muss ich links. Rempelt! Bonbon. Über die Kissen. Ja. Schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Na, du bist noch nicht mit Lumpi-Bus gefahren. Genau. Ach ja, und hier ist jetzt eine Ampel. Wie wunderbar. Nee, der bremst mir aber einfach. Ich finde, der Skyliner hat ein zu starkes Bremsverhalten. Geht aber. Ja, aber der bremst ja wirklich abrupt. Ei, Karamba, la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 . Den musst du halt sanft bremsen, darfst du den gleich auf der Eisen gehen? Ich bremse immer sanft. Ah ja. Weißt du doch. Ja, aber ich tippe ihn ganz leicht an und der bremst sofort. Ich würde gerne gleich die Spur wechseln, damit ich mich da vorne hinstellen kann.
Wow, Ankunft ist 0.08 Uhr. Wir haben 23.18 Uhr. Ja, bei mir wäre 15.08 Uhr und ich bin 14.26 Uhr angekommen. Krass. Ja gut, ja, ne? Schnell und günstig. Ja. Ja. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Genau. Wenn du nur vorher gewusst hättest, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Ja, hättest du das mal gewusst. So, holt mal euer Gepäck raus. So. So. Und einmal ausloggen. Ja, die Bewertung wird natürlich wunderbar, ihr wisst das. Da gucken wir mal, ausloggen. So. Ja, es geht. Geht? Hm. Ja, Verkehrsregeln, drei Sachschäden, 6 Unfälle. Fahrverhalten, naja, okay, fortsetzen. 2 Unfälle hatte ich gehabt. Fortsetzen, mal gucken. Auf der Straße gefahren. Ach ja, weil der Bug da war, hat er mir natürlich 4 Punkte abgezogen. Ja. Bremsfehlverhalten, 0. Lenkfehlverhalten, 1, okay. Geschwindigkeitslimits eingehalten, 96% damit. Ja, süße. Ja, bald können wir mal gucken. Finde ich lustig. Hier steht Germany und da ist schon der Pfeil, um in ein anderes Land zu klicken. Es kommt nur noch nichts, ne? Aber gut. War von Anfang an schon so. Man könnte ja dann so später mal, weil ja auch Wünsche kamen mit Hamburg und Hannover und so, dann könnte man ja auch mal in Hamburg starten und dann so. Ja, das könnte man mal machen. Da ist ja noch Kiel und Schwerin, Rostock, Braunschweig, Magdeburg und Halle an der Saale, Erfurt, Leipzig. Da haben wir noch ein bisschen was. Ja, jo. Wir freuen uns weiterhin auf eure Wünsche, danken euch fürs Zusehen und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.